Hallo, Sie. Könntest du Bessie bitte dazu bringen, dass sie aufsteht? Das tut mir leid. Kühe stehen niemals auf, wenn es regnet. Nanny Plum, Sie dürfen jetzt ein bisschen Zauberei einsetzen, wenn Sie wollen. Ich dachte, Sie haben was gegen Zauberei. Lassen Sie mich raus. Sind Sie sicher? Ich bin sicher. Abrakazoom, hoch mit dir, Kuh. So, was sagte ich als letztes? Das letzte, was Sie sagten, war... Es klang genau so, als die Kuh auf Ihnen hockte. Dankeschön, Romy. Oh nein, da zieht ein Gewitter auf. Alle schnell zurück in den Bus. Lucy, du solltest auch lieber ins Haus gehen. Das kann ich nicht. Ich muss doch zuerst einmal alle Tiere in den Stall bringen. Rex kann dir helfen. Aber was wird mit Bessie und den Hühnern? Ich könnte versuchen, sie mit Zauberei in den Stall zu bringen. Oh nein, es funktioniert nicht. Der Zauberstab ist nass geworden. Es funktioniert ja doch, da. Das ist keine Zauberei. Das ist Gaston. Er ahmt Rex den Hütehund nach. Gaston ist ein Hütemarienkäfer. Ganz toll, Gaston. Danke für eure Hilfe. Hier, diese Milch möchte ich euch mitgeben. Oh, wie reizend. Oh. Ein Hoch auf Lucy. Und ein Hoch auf die kleinen Feen. Und Elfen. Schön, dass du wieder zu Hause bist, Schatz. Hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Warum bist du so winzig? Daisy und Poppy sind ziemlich ungezogen gewesen. Sie haben uns einfach klein gezaubert. Verstehe. Und wo ist Nanny Plum? Sie ist von den Zwillingen verwandelt worden. In die Puppe da. Drück auf ihren Bauch. Bin dein Kind, bring Spaß geschwind. Wechsel meine Windel bitte. Oh. Aha. Meine Mami hat versucht zu helfen. Das hat aber genauso wenig funktioniert. Ja, leider. Und wo ist deine Mami? Hier oben, Eure Majestät. Oh. Aber die Zwillinge haben den anderen Elfen auch einen heftigen Streich gespielt. Welchen anderen Elfen? Wo sind sie? Wir sind hier, Eure Majestät. Wir sind unsichtbar. Klar. Und all diese Dinge sind Daisys und Poppys Werk? Ja! Na schön, dann muss ich alles in Ordnung bringen. Magie sei ungeschehen im Handumdrehen. Guten Abend, Eure Majestät. So, und ihr wollt mir im Ernst erzählen, dass wenn ich nur einen Tag weg bin, das gesamte Königreich nicht in der Lage ist, auf zwei kleine Kinder aufzupassen? Ja. Wirklich alles haben wir versucht, Mami. Aber die Zwillinge sind wesentlich schwerer zu hüten als ein Sack Flöhe. Wenn ich's recht überleg, waren sie gar nicht so übel. Immerhin hatten wir auch Spaß, nicht wahr? Ja, ich bin sicher, wenn sie wieder mal wegfahren, Königin Aurikel, dann bewältigen wir das im Schlaf. Sehr gut. Weil ich schon bald meine Schwester wieder besuche. Nächste Woche. Nein! Ich denke nicht, dass Nanny Plum das allein hinkriegt, weiser alter Elf. Sie wird den Zauberstab nicht greifen können. Oh, wirklich dumm. Jetzt folgt eure Hausaufgabe. Aber Nanny Plum, wir können sie doch nicht als Frosch zurücklassen. Ach, wirklich? Oh ja, ich fürchte nicht. Welche von euch Feen möchte sie zurückverwandeln? Ich! Na schön. Holly, tut euer Bestes. Ich bin mir nicht ganz klar, welchen Zauberspruch ich wählen soll. Ich bin sicher, Nanny Plum würde wollen, dass du einfach irgendwie loslegst. Okay, dann versuche ich den. Abrakase letzt. Frosch sei Fee jetzt. Oh, es funktioniert. Oh, danke, Holly. Ups, tut mir leid, Nanny. Du hast das sehr gut gemacht, Holly. Der Zauberstab wurde nur ein bisschen zu stark geschüttelt. Abrakase letzt, Frosch sei Fee jetzt. Hurra! Ihr seht, Kinder,
Man muss den Zauberstab unter Kontrolle haben. Ja, Nanny Plum. Faszinierend, verehrte Plum. Wenn wir nun aber zur Naturkunde zurückkehren könnten, wäre... Ja, Kinder, was der weise alte Elf zu sagen versucht, ist, dass... Damit ist der heutige Naturkundeunterricht nun zu Ende. Das war der beste Naturkundeunterricht, den wir je hatten. Dankeschön, Romy. Es war einzigartig. Cool. Dankeschön, Barnaby. So, ab jetzt sollen Nanny Plum und der weise alte Elf immer Naturkunde unterrichten. Und zwar zusammen. Na ja. Nun, wenn ihr alle darauf besteht. Hurra! Hallo, Mrs. Elf am Apparat. Hallo, Mrs. Elf. Entschuldigung, ich weiß, wie spät es ist, aber das ist ein Notfall. Wir brauchen Ben. Sofort. In Ordnung. Ben? Man hat angerufen wegen eines Notfalls im kleinen Schloss. Wir müssen auf der Stelle dorthin. In Ordnung. Elfen, alle zum Einsatz. Hast ein Problem, du. Was sagen wir? Ruf uns, wir sind schnell bei dir. Denn was sind wir? Wir sind Elfen. Da, das sind die Elfen. Hurra! Da ist mein Roboter. Ah, lass mich runter. Ben Elf, Meister, Meister, Meister. Oh, er ist abgelaufen. Hurra! Nur was kann den Spielzeugroboter dazu veranlasst haben, so eigenartig zu agieren? Ich schätze, dass mein gezauberter Schlüssel die Ursache dafür war. Ah, Magie. Was hast du denn da Schönes, Gaston? Das ist bestimmt der richtige Schlüssel. Gut gemacht, Gaston. Ben, hältst du das für eine gute Idee? Es wird nichts geschehen. Oh. Ah, an diesen Spielzeugroboter erinnere ich mich. Ja, der ist toll. Die Augen aufmachen darfst du jetzt. Überraschung! Ich sagte, keine Geburtstagsparty. Das ist ja auch gar keine Geburtstagsparty, Schatz. Das ist nur eine Überraschungsparty. Oh, na ja, dann von mir aus. Hiermit gratuliere. Ich meine, ich gratuliere Eurer Majestät dazu, dass ihr ein so exzellenter König seid. Fantastisch! Oh, danke schön. Und nun folgt das gigantische Feuerwerk. Es ist so groß wie eine Karotte. Ich liebe Feuerwerke. Und nun, Eure Majestät, bringt die Elfenband ein ganz spezielles Ständchen euch zu Ehren. Umpa, Umpa, König Aurikel ist als König schon alt. Dazu kommt heut ein neues Jahr. König Aurikel hat auch schon graues Haar. Glückwunsch von uns allen, na klar. Na, natürlich handelt das kleine Ständchen durchaus nicht von euch. Oh, nein. Es geht um einen ganz anderen König, Eure Majestät. Der König lebt weit entfernt von hier. Und er hat zufällig heute Geburtstag, Schatz. Tja, dann kann ich sagen, es war ein reizendes Lied. Hurra! Komm schon, Daddy, lass uns tanzen. Das macht Spaß! Die Limonade hat sich in Wasser verwandelt. Warum sollte man sowas denn tun? Das ist keine Magie. Eine äußerst sensible Magie. Eine blödsinnige Magie. Ach, worin würden Sie das denn verwandeln wollen? Na, zum Beispiel darin. Oh, Sie haben außerhalb des Testraums gezaubert. Das war äußerst riskant.
Oh, eine Zitrone. Es sollte eigentlich ein Frosch werden. Nanny Plum. Mein Zauberstab arbeitet nicht richtig. Er rasselt ja auch. Oh, verstehe genau, was Sie meinen. Das klingt recht kritisch. Wie lange ist es denn jetzt her, dass er hier zur Durchsicht war? 10 Jahre rund. So, korrekt ist aber eigentlich einmal jährlich. Hier, versuchen Sie's. Ja, das ist gleich viel besser. Nanny, du hast den weisen alten Elf in einen Frosch verwandelt. Und es ging leicht. Sie zaubern ihn doch aber wieder zurück. Ja, ich fürchte, das muss ich wohl. Sei im Nu, gleich wieder du. Wirklich gut. Ihr Zauberstab arbeitet jetzt offensichtlich perfekt. Nun warten Sie aber nicht wieder 10 Jahre, bis Sie ihn durchsehen lassen. Nein, weiser alter Elf, tut mir leid. Dankeschön dafür, dass Sie meinen Zauberstab repariert haben. Oh, sehr gern geschehen, Prinzessin Holly. Es ist gut, dich heil und gesund wiederzuhaben. Ich verspreche dir, von jetzt an passe ich besonders gut auf dich auf. Ja, und schlag ihn nie gegen einen Stein. Keinesfalls. Hurra! Ja, Maulwürfe haben etwas gegen uns Gnome. Keine Ahnung, warum. Danke, Mr. Gnome, für die Rettung des Zeltplatzes vor den Maulwürfen. Gern geschehen. Was gibt's zum Frühstück? Der Maulwurf hat alles aufgefressen. Oh, je. Yeah. Guten Morgen. Nanny Plum. Wie war die Nacht? Sie war sehr eigenartig. Mr. Gnome ist aufgetaucht. Erstaunlicherweise liebt er Orangen. Und Mr. Gnome hat ein lustiges Lied gesungen. Das ging Rinky-Dinky-Doo. Dann ist ein Maulwurf gekommen. Der hat unsere Kleidung aufgefressen und die Lebensmittel auch. Und jetzt haben wir nicht mal mehr was zum Frühstück. Ja, mit sowas habe ich schon gerechnet. Deswegen habe ich den magischen Picknickkorb mitgebracht. Frühstück für alle hier. Hurra! Oh, ich habe ehrlich gesagt schrecklichen Hunger. Oh, haben Sie denn noch nichts gegessen? Heute noch nicht. Oh je, der Korb ist leer. Dass er leer ist, hat nichts zu bedeuten, weil er ein magischer Picknickkorb ist. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Bring Frühstück für uns alle her. Hurra! Mir fällt da was ein. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Bring auch noch Spiegeleier, jede Menge Toast, verschiedene Sorten Marmelade, leckere Würstchen und frische Pfannkuchen her. Yippie! Was für ein prachtvolles Frühstück. Danke, Mr. Gnome. Frühstück ist eins der schönen Dinge, von denen Gnome sehr viel verstehen. yummy, yummy, ho, oh, ich hätte fast meine Ausgewogenheitsdiät vergessen. Ich sollte das alles gar nicht essen, ohne den Ausgleich durch eine Orange. Nanny, ich habe Hunger. Ich auch. Kein Problem. Aus den im Topf gebliebenen Kartoffeln, Karotten, Zwiebeln, Erbsen und Käsestückchen ist eine leckere Suppe geworden. Oh, yummy! Der Dampf ist natürlich äußerst delikat, durchaus. Doch wird dieser Sensation etwas nachfolgen? Ja, auch wenn es recht sättigend ist, könnte ich doch noch eine Winzigkeit zu mir nehmen. Ich sogar noch sehr, sehr viel mehr. Was ist das für ein verführerischer Duft? Er kommt wohl aus der Küche. Die ist sehr lecker, Nanny. Die allerbeste. Sieh an, was ist das? Das ist nur das Essen für die Kinder. Es duftet wirklich reizend. Eine einfache Suppe, die ich aus den Resten gekocht habe. Nicht im Mindesten modern. Das würde euch nicht schmecken. Dürfte ich denn noch ein Löffelchen probieren? Der Geschmack ist ja so schmackhaft. Dürfte ich auch mal kosten? Ich auch. Ich auch. Oh ja, köstlich sättigend. Fabelhaft, Nanny. Ich habe eine Erklärung abzugeben. Nanny Plum ist tatsächlich die beste Köchin auf der ganzen Welt. Da danke ich euch vielmals.
Und jetzt, was möchte jeder als Nachtisch? Etwas Modernes oder meinen Rübensirup-Pudding? Rübensirup-Pudding! Oh, ich sehe große glänzende Augen. Glänzende Augen? Das könnte eine Knopfaugenamsel sein. Aha, das klingt doch selten. Ich sehe auch Barthaare. Barthaare? Das könnte der Weißbart-Heerling sein. Und da ist noch ein langer, geringelter Schwanz. Ein geringelter Schwanz? Der Vogel ist so selten, also den kenne ich noch nicht. Ich habe einen neuen Vogel entdeckt. Ich taufe ihn den König Aurikelvogel. Wenn ihr das so sagt, Eure Majestät. Ich will aber den verdreckten, übelriechenden Nager nicht in meiner Küche haben. Nanny Plum, in dieser Form spricht man nicht über den König Aurikelvogel. Wir müssen ihn in Ruhe seine Eier legen lassen. Ich denke nicht, dass Ratten Eier legen. Ratten? Ah, eine Ratte! Oh, hier hausen Ratten. Verschwinde von hier. Ja, husch, husch, raus mit dir, du verdreckte Ratte. Oh nein, Eure Majestät, der König Aurikelvogel muss von euch die Erlaubnis bekommen zu bleiben. Was? Euer Gesetz sagt, keine nistende Kreatur darf gestört werden. Tja. Das habe ich gesagt? Ja, Daddy. Wie mir scheint, sollte das Gesetz sagen, Ich möchte einen Blick drauf werfen. Ihr seht, da steht's schwarz auf weiß. Das heißt, dass wir gar nichts dagegen tun können. Als Königin erkläre ich dieses verrückte Gesetz für aufgehoben. Und nun, jagt die Ratte sofort aus meinem Schloss hinaus. Nanny Plum, Sie sprechen Rettisch. Sagen Sie, sie soll bitte gehen. Nun, was heißt bitte gehen auf Rettisch? Oh ja. Jetzt raus aus meiner Küche! Ach, Nanny, jetzt hast du die Gefühle der Ratte verletzt. Ich denke, ich kann damit leben. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Das Rad hat dem Baum und den Elfen keinen Schaden zugefügt. Hurra! Nun die schlechte Nachricht, los! Das Rad rollt jetzt wieder hierher zurück! Alle meinen unseren Turm, schnell! Rennt um euer Leben! Ja! Ich glaube das einfach nicht. Ja, König Aurikel, das ist wundervoll, nicht wahr? Euer Hamster ist nach Hause gekommen. Oh, Pippin ist müde. Seht ihr, das Rad funktioniert. Nun wissen wir, welche Strecke er jeden Tag zurücklegen sollte. Zum Elfenbaum und zurück. Nein, Pippin fliegt hier raus. Oh. Aber Daisy und Poppy lieben Pippin. Pippin. Ich dulde kein Haustier, das in meinem schönen Schloss wohnt. Dann verwandle ich Pippin eben in ein anderes Haustier. Und zwar in eins, das außerhalb des Schlosses leben kann. Ach, na schön, Nanny. Dann tun sie's. Die Elfen sind fertig mit dem Aufräumen des Hamsterkäfigs. Ich meine des Schlosses, Eurer Majestät. Blenden, gleich mal schauen. Oh, was? Nanny! Ja, Eure Majestät? Weshalb ist da Stroh in meinem ganzen Schlosshof? Schlosshof? Oh, ihr meint wohl den Fressnapf, oder? Was? Ja, ja, Schatz. Du wolltest unbedingt ein Haustier, das außerhalb des Schlosses lebt. So sind wir zu dem zurückgekehrt, was wir von Anfang an wollten. Ein Pony! Ja! Oh, entzücken. Elfenrakete, hier ist die Bodenkontrolle. Wie sieht es da oben aus? Nanny Plum hat eine Tür geöffnet und trudelt nun durch das Weltall. Oh je, welche Schande. Na, kann man nichts machen. Fortsetzung der Mission. Nein, erst einmal müssen wir Nanny Plum retten. Oh ja, ich nehme an, das müssen wir. Ich rette sie, Nanny. Ich auch. In Ordnung. Haltet euch alle an diesem Seil fest, dann könnt ihr nicht wegtreiben. Seid ihr bereit? Bereit! Wir kommen, Nanny Plum! Zugreifen! Zugreifen? Wo denn zugreifen? Oh nein! Wir kommen nicht bis zu Nanny Plum! Mr. Elf! Achtung, das Seil ist nicht lang genug! Oh nein! Verschollen im Weltall! Und ich war noch nicht einmal auf der Toilette! Hier hast du ein Lasso, Ben!
Danke, Dad. Halten Sie still. Ich versuche jetzt, das Lasso um Ihre Taille zu werfen. Ich hab sie. Juhu! Du bist der Retter von Nanny Plum. Oh, danke, Ben. Ich danke allen dafür, dass ich gerettet wurde. Lassen Sie sich das eine Lehre sein, Nanny Plum. Nie wieder eine Tür öffnen. Ich wollte mich nur mal umschauen. Das wird künftig unterlassen. Dies ist eine ernsthafte Mission. Die Elfenehre steht auf dem Spiel. Es tut mir wirklich sehr leid. Ich fasse nie wieder etwas an. Feen-Ehrenwort. Gut, so. Nun darf ich alle bitten, sich wieder anzuschnallen. Wir landen in Kürze auf dem Mond. Oh, gut. Je früher wir da sind, desto früher kommen wir zu unserem Picknick. Zum allerletzten Mal, Nanny Plum. Es wird kein Picknick auf dem Mond geben. Das Abenteuer geht weiter in unserer nächsten Episode. Picknick auf dem Mond. Magischer Picknickkorb, bitte sehr. Schaff uns Gelee in Massen her. Oh, alle gut festhalten. Es funktioniert. Hurra! Rakete an Bodenkontrolle. Wir sind auf Kurs zurück zum kleinen Königreich. Und das mit Gelee als Treibstoff. Hurra! Sie sind auf dem Heimweg. Mr. Elf, bitte landen Sie die Elfenrakete genau in unserem Froschteich. Jawohl. Wo sind Sie denn? Da kommen Sie. Und jetzt bitte zurücktreten. Alle in das Schlauchboot. Wir sind zurück. Willkommen zu Hause, Ben und Holly. Wir sind zum Mond und zurückgeflogen. Die Mission war also ein absoluter Erfolg. Das verdanken wir der beeindruckenden Elfengeschicklichkeit. Sie meinen wohl, wir verdanken es dem magischen Gelee. Was? Na, ohne das magische Gelee wären wir immer noch auf dem Mond. Ist schon gut, Nanny. Streiten wir uns doch nicht über solch winzige Details. Lassen Sie uns sagen, Elfengeschick brachte uns auf den Mond und Feenzauber brachte uns wieder nach Hause. Hurra! Danke, dass du so viel in den Mülleimer geworfen hast. Meinst du nicht vielleicht den großen Elfenturm, Ben? Er mag dich wirklich ganz, ganz doll. Wiedersehen, Lucy. Komm bald zurück. Oh je, das Auto springt nicht an. Sieh mal, der Tank ist leer, sagt die Anzeige. Kein Benzin? Ach, das ist nicht gut. Oh, ich wünschte, dass wir Ihnen helfen könnten. Nanny Plum, wie wär's, wenn Sie sich da kurz einschalten könnten mit ein bisschen, Feendings da? Feendings da? Was soll das sein? Sie wissen schon, das Zeug, das Sie mit Ihrem Zauberstab machen. Oh, Sie meinen wohl Magie, weiser alter Elf? Ja. Magie. Mit Vergnügen. Magie schafft alles. Blitzen soll's, donnern, Wunderwelt groß. Schickt das Auto los, los, los. Ja, das ist genug Feenstaub, dass sie nach Hause kommen. Oh, wir haben kein Benzin im Tank und der Wagen fährt trotzdem. Womöglich ist der Wagen so modern, dass er gar kein Benzin mehr braucht. Fragen wir in der Werkstatt nach. Wiedersehen, Lucy. Komm bald zurück. Danke für die Hilfe beim Auto. Lucy, mit wem hast du denn da gesprochen? Ich bin ein paar Elfen und Feen begegnet. Oh, wie nett. Der Wagen glänzt heute ja richtig. Ich habe ihn noch nie so funkeln sehen. Das ist Feenstaub. Oh, was für eine süße Idee. Der Herbst ist so schön. Zu dumm, dass ich den Eicheltag verpasst habe. Sieh an, eine Eichel. Na, wie charmant. Eure Majestät, werft die Eichel schnell weg.
Ein Eichhörnchen, das spricht. Werft die Eiche sofort weg, Eure Majestät. Ah, weiser alter Elf, wo kommen Sie denn her? Die Eiche weg, Eure Majestät. Sie ist gefährlich. Unsinn. Wie kann eine Eichel denn schon gefährlich sein? Die hübsche Eichel ist doch nicht gefährlich. Zwei Eicheln? Das muss heute mein Glückstag sein. Ah! Oh! War zu erwarten, dass so etwas passiert. Naja, so direkt wohl nicht. Aber das Schloss ist der ideale Ort, um Eichelvorräte für den Winter anzulegen. Was ist passiert? Wo bin ich? Fröhlichen Eicheltag, Daddy! Nun habt ihr ihn ja doch nicht verpasst. Schön! Sagen Sie mir, wie werde ich diese ganzen Eicheln wieder los? Dazu braucht ihr dieses Eichhörnchenkostüm. Was? Wie soll das funktionieren? Man schlüpft in das Kostüm und die Eichhörnchen ahmen einen nach. Verstehe. Na dann, schlüpfen Sie hinein, Nanny, und Beeilung. Los, los! Fröhlichen Eicheltag! Hat es funktioniert? Keine Ahnung. Er hat ihn vielleicht nicht verstanden. Irgendwas passiert gerade. Anscheinend gefällt ihm der Witz gut. Volle Kraft voraus! Ei, ei, Captain! Der Elfenpirat Rotbart und seine Mannschaft sind zurück. Welch ein Triumph! Hurra! Und Sie haben also Ihren Schatz zurück? Nein. Aber Ihr Schiff? Nein. Und in welcher Weise kann das dann ein Triumph sein? Naja, wir sind nicht im Bauch des großen Fisches. In dem Fall herzlichen Glückwunsch. Sehr schade, dass der Schatz verloren ist. Er ist nicht verloren. Ich weiß, wo er ist. Und niemand wird ihn jemals im Bauch des großen bösen Barry finden. Das ist wahr. Natürlich ist es das, mein reizendes kleines Schnuckelchen. Oh. Nanny Plum? Wie ging der Witz, den du dem großen bösen Barry erzählt hast? Wie folgt. Wo haben die Fische ihr Geld deponiert? Keine Ahnung. Also wo haben die Fische denn ihr Geld deponiert? Auf einer Sandbank. Das ist doch nicht richtig lustig. Weiß ich auch. Der Witz ist ein ziemlicher Blödsinn. Aber die Fische finden die albernsten Sachen lustig. Sie haben ein sehr unterentwickeltes Gehirn. Wo haben die Fische ihr Geld deponiert? Oh, jetzt weiß ich es, auf einer Sandbank. Ich muss sagen, das ist brillant. Und das ist mein Lieblingsspielzeug. Ein Jahrmarktkarussell zum Aufziehen. Es ist nur leider schon kaputt. Keine Sorge, ich kann das reparieren. Das glaube ich nicht, Junge. Das ist dummerweise etwas für einen Experten. Elfen sind Experten. Und ich bin ein Elf. Ich kann dir helfen, Ben. Oh, nur nichts anfassen. Die Spielzeuge dürfen niemals von Kindern angefasst werden. Wenn wir es nicht anfassen, wie sollen wir es dann reparieren? Na schön. So, es ist repariert. Oh, es bleibt stehen. Ich möchte nochmal fahren. Oh ja, ich auch. Mehr, mehr, mehr. Geht klar. König und Königin Marigoldschloss ist eigentlich überhaupt nicht langweilig. Ja, allerdings. Man hat richtig Spaß, nicht wahr? Tschu-tschu! Ich höre deutlich die aufgeregten Stimmen der Kleinen. Und auch etwas anderes.
Wir müssen uns fernhalten. Also ehrlich, was für ein Aufhebens um eine furchtbare magische Kraft von unvorstellbarer Größe. Ich gehe da jetzt rein. Viel Glück, mein tapferes kleines Pastetchen. Oh. Kannst du was sehen? Ja, schreckliche Dinge. Rotbart, eil zur Rettung! Hier bringe ich die lieben Kleinen. Hilfe! Halten Sie aus, Nanny Plum! Da ist sie wieder. Sie sind sicher zurück, meine Liebesperle. Ich habe ja manche schrecklichen Dinge auf See gesehen, aber nichts, gar nichts, das vergleichbar wäre mit dem Anblick in diesem Raum. Deswegen halten wir diese Tür ja auch verschlossen. Gut, die Party ist jetzt vorbei. Alles in allem lief's besser als gedacht. Aber was ist mit dem Gelee? Wir hatten noch kein magisches Gelee. Magisches Gelee! Magisches Gelee! Na schön, Manny. Aber bitte machen Sie dieses Mal nicht wieder zu viel davon. Seht nur, magisches Gelee. Das ist gut, dann ist die Party allmählich zu Ende. Ah, oh, Ruby, ich hoffe, dass es schön war. Ja, Mami. Tarquin, sag danke für die Gastfreundschaft. Danke für die Gastfreundschaft. War mir ein Vergnügen. Wiedersehen, Nessie. Au, sie hat mir schon wieder wehgetan. Schon bald wird Ruby ja Geburtstag haben. Wir hörten, Sie hätten einen Kinderunterhalter gefunden, der gut mit den Kleinen umgehen kann. Ja, hier ist er, der große Visardo. Ich... Wundervoll. Wir werden uns dann alle bei Rubys Party sehen. Nummer 571? Die Kiste kann sonst wo sein. Die werden wir sicher nicht finden. Kann es die sein, vor der du sitzt? Da steht deutlich die Nummer 571 drauf. Was? Sehr gut gemacht, Ben. Du hast sie gefunden. Zum Elfenflugzeug. Wir liefern unverzüglich. Tja, das war ein reizender Urlaub. Vielleicht ein wenig kurz. Bedeutet das, Sie fliegen jetzt nochmal zum Nordpol? Dürfen wir da mitkommen? Dürfen wir, Dad? Bitte. Bitte, Mr. Elf. Na gut, ich freue mich, wenn einer mitkommt, aber wir müssen auf der Stelle starten. Hurra! Fantastisch! Ich werde mir lieber meinen Zauberstab vom König zurückholen. Dafür ist keine Zeit mehr, Nanny. Wir müssen diese Spielsachen zum Weihnachtsmann bringen und das so schnell es nur geht. Die Elfenehre steht auf dem Spiel. Fertig machen zum Abflug, Kapitän. Alle Mann an Bord. Ben, guck nur, es schneit. Oh, wow. Schnee. Nun sehen Sie's. Meine Schneekugel hatte recht, oder? Wofür sind denn all diese Knöpfe gut? Nur nichts hier vorn anfassen, Nanny Plum. Maschine anwerfen? Ja, sofort! Maschine startbereit. Nordpol, freu dich, wir kommen! Ich kann's kaum erwarten, im Schnee zu spielen. Oh. Ich auch. Wir fliegen aber nicht dorthin, um im Schnee zu spielen. Wir werfen nur schnell die Spielzeugkiste ab und dann kehren wir sofort wieder um. Oh, dann würden wir auch nicht den Weihnachtsmann treffen. Und gütiger, aber nicht doch. Wir sind auf einer Mission. Das heißt, es wird dort weder Spiele im Schnee geben, noch eine Begegnung mit dem Weihnachtsmann. Lucy, aber du müsstest doch jetzt schlafen. Ich bin so aufgeregt wegen des Weihnachtsfestes. Was sucht ihr denn jetzt hier? Wir bringen dir gerade all deine Weihnachtsgeschenke. Wow. Und kriegen Elfen und Feen genauso Geschenke wie wir? Nein, dafür feiern wir heute Abend das Elfen- und Feenfest. Mit toller Musik und Lampions in den Bäumen. Das klingt herrlich. Es ist wundervoll. Wir müssen gehen. Santa wartet auf eurem Dach auf uns. Santa? Bei mir oben? Cool. Fröhliche Weihnachten, Lucy. Fröhliche Weihnachten. Ah, da seid ihr ja. Da unten gab es nicht zufällig eine kleine Leckerei für den alten Santa-Kinder? Ja, ein Pfefferminzplätzchen. Sieht lecker aus. Und dieses Getränk. Das ist noch besser. Ja.
Wir können mit dem Elfen- und Feenfest nicht beginnen, solange die anderen nicht zurück sind. Ja, ja. Und wo sind sie? Ho, ho, ho! Oh. Oh. Hallo allerseits, wir sind wieder da. Stell dir vor, der Weihnachtsmann hat uns in seinem Schlitten mitgenommen. Dankeschön, lieber Weihnachtsmann. Dürfen wir dich herzlich einladen zu unserem Elfen- und Feenfest? Ich habe leider keine Zeit. Ich muss noch so viele Geschenke bringen zu allen Kindern auf der ganzen Welt. Wie viele Kinder hast du denn heute bereits beschenkt? Eins. Na dann, viel Glück. Dankeschön. Fröhliche Weihnachten. Gut, nun sind wir ja alle da. Das Weihnachtsfest kann beginnen. Hurra! Nanny, versuchen Sie einen stärkeren Spruch. Doch kann ich nur einen nehmen. Magie vorbei. Aber der ist nun mal königlichen Notfällen vorbehalten. Ich erkläre das zum königlichen Notfall. Blitzen soll's, donnern, Nordwind blas los. Zauber zurück in der Wunderwelt Schoß. Das war's. Hurra! Nanny, wo ist denn jetzt unser Essen? Es tut mir leid. Ich musste den kompletten Zauber rückgängig machen. Auch das magische Picknick. Das ist ja ärgerlich. Mein Essen ist noch vollständig hier. Natürlich, weil es ja nicht durch Magie gemacht worden ist. Und glücklicherweise habe ich genug für jeden von uns. Danke, Ben. Warte, Nanny. Du hast gesagt, Feen essen keine Elfenspeisen. Ja. Danke, dass du mich daran erinnert hast, Prinzessin Holly. Genießen wir den Ausflug eben ohne Picknick. Wir setzen uns und genießen die schöne Aussicht. Das schmeckt. Ich hab ein bisschen Hunger. Ich auch. Ich bin mir sicher, ich habe noch nie Elfenspeisen gekostet. Dann solltet ihr es jetzt versuchen, König Aurikel. Oh, danke, Ben. Yum, yum. Elfenessen ist ja köstlich. Ja, in der Tat. Nanny, Sie sollten auch mal davon kosten. Oh, wie ihr wünscht, Eure Majestät. Ich werte das als königlichen Befehl. Und hier ist noch ein königlicher Befehl. Zu jedem Feenpicknick soll ab sofort ein Elf eingeladen werden. Gaston, was ist denn los? Oh je. Nanny, was hat er jetzt gesagt? Er hat gesagt, dass er die Höhle so geliebt hat, wie sie war. Unordentlich, stinkend und schmutzig. Oh, entschuldige, Gaston. Keine Panik, wir machen alles wieder so, dass du dich wohlfühlst. Ja, wir sind wirklich gut darin, richtig Unordnung zu machen. Macht das Spaß! Eine Spinnwebe hier, eine Spinnwebe da. Brillant! Zip, zap, Zauber, Gastons Bett sei nicht mehr sauber. Stinkende Socken und Lollipops. Gut, nur noch über alles ein Grauschleier, dann haben wir es geschafft. Das haben wir zusammen gut hinbekommen. Es riecht bereits wieder so furchtbar wie vorher. Hurra! Und wenn wir irgendwann deine Höhle wieder so richtig unordentlich machen sollen, Gaston, hab keine Angst, frag uns ruhig. Ja, schließlich sind Freunde ja für so etwas da. Komm mit, lass uns spielen. Hey, warte auf uns! Auf geht's, Gaston! In die Luft! In die Luft! Jura! Ihr fangt mich nicht! Aber klar! Ben hat den Zauberstab gefunden. Wie erfreulich. Aber du hättest ihn lieber gar nicht erst verlieren sollen. Ja, Nanny Plum. Dir, Ben, müssen wir herzlich dafür danken, dass du Hollys Zauberstab gefunden hast. Das war nicht schwer, wirklich. Du hast dir einen Finderlohn verdient, denke ich.
Du wünschst dir einen neuen Hut, richtig? Ja, das soll mein Dankeschön für Ben werden. Nein, bitte, das musst du nicht. Steh jetzt ganz still, Ben. Und Holly, schwing den Zauberstab ganz vorsichtig. Ja, Nanny Plum. Abrakasut, zaubere Ben den neuen Hut. Wie schön, es funktioniert. Du hattest den Zauberstab unter Kontrolle. Also, das ist ein toller Cowboy-Hut. Ben, danke, dass du den Zauberstab gefunden hast. Tut mir leid, dass ich nicht geglaubt habe, dass dein Plan funktioniert. Und mir tut es leid, dass ich deinem Hutzauber nicht richtig vertraut habe. Oh nein! Wenn er den gezauberten Hut aufsetzt, ist Ben blau. Wie sehe ich aus? Ich finde, dein alter Hut kleidet dich viel besser. Finde ich auch. Abrakasück zurück. Ah. Oh, hallo. Bringt mir endlich mal jemand ein Ei. Los! Das ist unglaublich. Nanny Plum, ein Huhn herzuzaubern, hatte ich doch untersagt. Das ist nicht mein Huhn, nein. Nanny, beherrschen Sie die Sprache der Hühner? Ja, Eure Majestät. Und? Was hat es gesagt? Mrs. Huhn hat gesagt... Oh. Seht nur, da ist ja unser Huhn. Vorsicht, Nanny Plum. Das ist ein höchst gefährliches Biest. Machen Sie sich nicht lächerlich. Das ist doch nur ein Huhn. Seht nur, das Huhn hat ein Ei gelegt. Hurra! Hurra! Ja, ein viel besserer Service als die Elfenlieferung. Was? Nanny Plum, bitten Sie doch gleich mal Mrs. Huhn, noch ein zweites Ei für das morgige Frühstück zu legen. Sehr gern, Eure Majestät. Denkst du, deine Mama wird den Unterschied entdecken? Ja. Wir brauchen anscheinend noch viel mehr von dem Glitzer. Nein, Ben. Wir haben versucht, sie zu reparieren. Doch es hat nicht funktioniert. Dann können wir doch nur noch hoffen, dass Nanny Plum einen Zauber kennt. Du hast recht. Gehen wir also zu Nanny Plum. Da ist ja Nanny Plum. Los, Holly, frag sie nach einem Zauber. La 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 la. Nanny, beantwortest du mir eine Frage wegen eines Zaubers? Bitte. Eine Frage? Natürlich. Nanny, eine kleine Freundin von mir hat dummerweise was zerbrochen und will es reparieren. Welcher Zauber wäre da richtig? Kenne ich vielleicht die kleine Freundin? Nein. Sie ist ein Kobold und sie wohnt weit weg von hier. Du kannst sie auf keinen Fall kennen. Ist es etwas Besonderes, was der kleine Kobold zerbrochen hat? Ja. Und hat der kleine Kobold es mit Absicht gemacht? Nein, es ist aus Versehen geschehen. Ich habe es nicht kaputt machen wollen. Ich verstehe. Dir ist es also passiert. Ach, Nanny, ich habe es wirklich nicht mit Absicht gemacht. Keine Panik, Holly, es wird schon nicht so schlimm sein. Und wie? Schlimmer geht's nicht. Schlimm wäre höchstens, wenn du die Teekanne der Königin zerbrochen hättest. Was ist zerbrochen? Die Teekanne der Königin. Oh. Mami wird furchtbar traurig sein. Wir haben sie aber wieder repariert. Naja, dann wird es in Ordnung sein. Die Kanne sieht nun nicht genauso aus, wie sie vorher ausgesehen hat. Ah! Bitte, kannst du sie wieder ganz machen? Werdet Frösche. Abracadabradi. Einen Moment lang habe ich gedacht, Ben würde uns in Frösche verwandeln. Abracadabradi. Es ist so traurig. Elfen können wirklich nicht zaubern. Du brauchst wahrscheinlich nichts weiter als ein klitzekleines bisschen magische Hilfe. Tricky Trick Tran, der junge Elf, zaubern kann. So, versuch dein Glück nochmal. Werdet Frösche.
Abracadabrösche. Es funktioniert. Werdet Vögel. Abrakögel. Und nun Kaninchen. Abracadabrinchen. So, das war's dann. Sehr gut, Ben. Aber hast du nicht noch etwas vergessen? Was? Du solltest sie wieder in Mädchen zurückverwandeln. Sollte ich? Oh, also los geht's. Abracadabra, du werdet Mädchen im Nu. Gut gemacht, Ben. Habt ihr zwei das begriffen? Ja, Nanny. Ich denke schon. Gut. Will es noch jemand versuchen? Ja, bitte. Darf ich auch mal zaubern? Nein! Wie wär's mit einem Fußballspiel? Ja, Fußball! Und die Regeln sind klar. Keine Zauberei. Okay. Hallo, Holly. Das war für heute die letzte Lieferung. Jetzt können wir spielen. Du bist vielleicht fertig, Ben. Doch ich muss erst noch arbeiten. Holly, es ist jetzt Zeit für die Rede. Hallo. Ich finde, ihr seht alle fantastisch aus und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Tanzfestival. Eine tolle Sache. Eine tolle Sache. Hurra! Hurra! Und wie geht es weiter? Nun kommt der schwerste Punkt. Wir sitzen ganz still, allerdings ohne einzuschlafen. Zu Ehren eurer Majestät zeigen wir nun einen Volkstanz. Wie fürchterlich. Tötend langweilig. Wirklich gut. Fantastisch. Daddy, los, komm. Wir tanzen auch. Was? Ich kann doch, tja, na schön. Wäre bei eurer Musik vielleicht doch etwas Moderneres möglich? Ja, natürlich. Ehrlich, deine Arbeit finde ich herrlich. Sie macht Spaß. Du hast recht, Holly. Die Arbeit des Königs macht Spaß. Achtung! Es kommt alles, was wir brauchen, hier rein. Brombeere, Zucker, Zitrone, hopp rein! Tautropfen, Schneckenschleim und als letztes der Froschrülpser. Und jetzt der Zauberspruch. Zucker und Gewürze, Abradaim, Rülpser vom Frosch, Schneckenschleim. Das schmeckt doch garantiert ganz furchtbar. Oh, Ben. Wie wir wissen, ist es bloß gedacht zum Einreiben der Füße und nicht zum Trinken. Sowas würde niemand trinken. Oh, mein Gott, das stinkt gemein. Und es schmeckt ganz abscheulich. Daddy! Das solltest du doch gar nicht trinken. Damit reibt man sich nur seine Füße ein. Was? Ich frag mich, was jetzt passieren wird. Ich sehe mal nach, was im Buch steht. Ah, bla bla bla. Oh je. Was steht da? Ich Dummerchen. Bei versehentlichem Verschlucken wirkt das Mittel nicht gegen Erkältung, sondern als starkes Haarwuchsmittel. Ja, ich muss sagen, Eure Majestät, lange Haare stehen euch ausgezeichnet. Nanny Plum, ich glaube, die Erkältung ist weg. Hurra! Oh, die habe ich mir jetzt eingefangen. Oh, arme Nanny Plum. Jetzt habe ich das Vergnügen, höchstpersönlich dafür zu sorgen, dass sie gesund werden. Dürfen wir dabei auch helfen? Aber natürlich, Kinder. Oh.
Ich gebe auf. Sie sind zu schwer zu fangen. Das Vogeljunge ist aber sehr hungrig. Dann können wir nur versuchen, seine Mami zu finden. Naja, normalerweise kommt sie immer, wenn ihr Baby ruft. Sicher zwitschert es nicht laut genug. Nanny, los, zaubern Sie, dass es lauter zwitschern kann. Sofort. Zick, zack, Zoos, werde groß. Oh nein, Nanny, ich glaube, das ist der falsche Zauberspruch gewesen. Das ganze Junge ist größer geworden. Nein, es war völlig richtig so. Ich mache es viel größer und damit viel lauter. Oh. Keine Sorge, der Zauber hält nicht lange an. Wie lange, Nanny Plum? Es kann eine Minute sein. Oder eine Woche. Oder... Der Zauber hört auf zu wirken. Und die Vogelmami ist hier. Hurra! Was hat es gesagt? Das Junge sagt danke vielmals und bis bald. Bis bald! Nanny, ich hab Hunger. Ich auch. Und ich. Wie wär's mit ein paar saftigen Würmern? Oh. Sie ist zu schwer! Gaston, gib nochmal alles! Hurra! Oh, Nanny Plum, du stinkst aber furchtbar. Na ja, glücklicherweise hat das alles niemand beobachtet. Meine Güte, sind Sie das, Nanny Plum? Ja, Königin Orikel. Ich bringe den Kindern gerade ein paar Feenregeln bei. Exzellent. Und um welche Feenregeln handelt es sich? Regel 1. Feen müssen immer süß aussehen. Reizende Frisur, ordentliche Kleidung, die Haut wundervoll rein. Ja. Und ich demonstriere den Kindern, was sie nicht tun sollen. Regel 2. Feen dürfen nie und nimmer ohne ihren Zauberstab sein. Ja, Romy. Die ganzen Details würden König Orikel langweilen. Ja, in der Tat. Wie mir scheint, haben Sie alles unter Kontrolle, Nanny Plum. Bitte fahren Sie fort. Danke, Eure Hoheit. Ist das dir aufgefallen? Nanny Plum hat ein bisschen gemüffelt. Ich dachte, das wäre der Marienkäfer. Nun, wo war ich? Sie haben laut geschrien. Öff. Der letzte Ton, das war Ihr Landelaut im Matsch. Öff. Danke schön, Romy. Damit wollen wir den heutigen Unterricht beschließen. Das war ein brillanter Unterricht. Ganz besonders die praktischen Demonstrationen. Ich freue mich, dass es dir gefallen hat. Und danke für meine Rettung, Ben. Ach, ist das schön, dich endlich wieder zu haben. Reizende Frisur, ordentliche Kleidung, die Haut wundervoll rein. Eure Majestät. Sie müssen die berühmte Hexe sein, über die ich schon so viel gehört habe. Oh, Sie beschämen mich. Über Ihre Geschicklichkeit, Ihre Güte und Schönheit. Oh. Nicht zu vergessen Ihre wundervolle Kochkunst. Möchten Sie einen warmen Kuchen? Nein, danke. Stimmt es, dass Sie Nanny Plum haben erstarren lassen? Ja, hab ich. Aber... Ich kann absolut verstehen, warum Sie sich dazu haben hinreißen lassen. So? Nanny Plum kann manchmal sehr unhöflich sein. Und sie ist leider nicht so gescheit. Das ist wahr. Ich bin sicher, wer so klug und gütig ist, wie Sie es sind und weiß, dass Nanny Plum hilflos ist, lässt noch mal Gnade vor Recht ergehen. Ganz abgesehen davon brauche ich Sie, damit sie mein Essen kocht. Das könnte ich übernehmen, Majestät. Das ist sehr nett von Ihnen. Ich wollte gerade Würstchen im Schlafrock zubereiten. Dennoch hätte ich gern Nanny Plum zurück. Ich verstehe. Einen Moment.
sagen Sie Danke für die Gastfreundschaft. Danke für die Gastfreundschaft. Leben Sie wohl, meine Verehrteste. Es war reizend, Ihnen zu begegnen. Es war mir eine Ehre, Eure Majestät. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Daddy, du hast der Hexe ja gar nicht den Kopf gewaschen. Und ihr habt gesagt, dass die blöde Hexe schön wäre, obwohl sie hässlich ist und ziemlich stinkt. Tja, Ben. Zu einer Zeit kann man jemandem sagen, dass er hässlich ist und stinkt. Ein andermal muss man nett sein. Wer nette Dinge über seine Mitmenschen sagt, der kommt immer viel weiter. Es ist gut, dass wir dich wieder haben, Nanny Plum. Dankeschön, Holly. Fröhlichen Elfenjuckstag, weise alte Schnecke. Ha, ha, ha. Was hat diese Schnecke hier zu suchen? Weißt du, Daddy, der weise alte Elf hat Nanny Plum Streiche gespielt, bis sie ärgerlich geworden ist und ihn verzaubert hat. Vom weisen alten Elf war das doch nur ein Spaß. Haben Sie keinen Sinn für Humor, Nanny Plum? Doch, Eure Majestät. Und warum haben Sie ihn dann in eine Schnecke verwandelt? Ich hab gedacht, der Scherz wäre lustig. Und? War er lustig? Nein, Eure Majestät. Er sieht nicht gerade glücklich aus. Das überrascht mich nicht. Verwandeln Sie ihn zurück in den weisen alten Elf, Nanny Plum. Wie ihr befehlt, Eure Majestät. Werde im Nu wieder du. Eure Majestät, ich danke vielmals für eure Hilfe. Ist schon in Ordnung. Ich muss sagen, ihr seht heute besonders repräsentativ aus, Eure Majestät. Darf ich vielleicht ein Foto von euch machen? Natürlich. Eure Majestät. Später, Nanny Plum. Ich mache jetzt mein Fotografiergesicht. Sagt Cheese. Cheese. Oh, stinkender Elfenkäse. Ich kann einfach nicht mit den Streichen aufhören. Es ist Elfenjuckstag und ich bin ein Elf. Mächtig amüsant. Fröhlichen Elfenjuckstag. Fröhlichen Elfenjuckstag. Entschuldigt die Verspätung. Das ist ja fantastisch. Hinreißend. Wirklich? Nur das Jackett fühlt sich noch ein wenig feucht an. Es steht euch wundervoll. Es wirkt frisch und aufregend. Wir sagten gerade, wie bedeutend es ist, sorgfältig darauf zu achten, was man trägt. Oh, das finde ich ganz und gar nicht. Oh, na sowas. Oh, was ist das? Ja, ich hatte befürchtet, dass das passiert. Zauberkleidung ist eine heikle Sache. Sieht das verrückt aus? Du trägst eine Zitrone auf dem Kopf. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Meine Frau hat's ausgesucht. Also das ist überwältigend. Und wie? Ich hab etwas Ähnliches mein Lebtag noch nicht gesehen. Absolut genial. Sich verwandelnde Kleidung. Ich wäre nie auf so etwas gekommen. Und ihr sagt, ihr achtet nicht sorgfältig darauf, was ihr tragt. Ihr versteht mehr von Mode, als wir es je könnten. Wo bekommt ihr nur eure Inspirationen her? Sagen Sie, haben Sie jemals erwogen, Mode zu unterrichten? Nanny Plum, ich glaube, Sie richten uns jetzt ein Festmahl an. Natürlich, Eure Majestät. Ich kann machen, was ihr gern hättet. Ausgenommen allerdings Karotten, Tomaten, Zitronen. Nanny Plum, haben Sie eben gezaubert? Das war nur ein klitzekleiner Zauber. Zur Unterstützung. Sie sind eine äußerst ungezogene Fee. Verzeihung, weiser alter Elf. Lassen wir die Sache erstmal auf sich beruhen. Prinzessin Holly, zeigt uns, was eure Eule kann. Wie es aussieht.
aussieht, funktioniert da gar nichts. Vermutlich ist zu viel Magie in die Entwicklung eingeflossen. Ich krieg das wieder hin. Ich bin sehr gut im Reparieren von Sachen. Jetzt sollte sie funktionieren. Hurra! Dankeschön, Ben. Ich hatte versucht, es auf die Elfenweise hinzukriegen. Ja, Prinzessin Holly, das habe ich doch gesehen. Doch es ist gar nicht leicht, Spielzeug ohne Zauberei zu basteln. Es ist leicht für uns, weil wir Elfen sind. So, Prinzessin Holly, hier ist euer Zauberstab. Dankeschön. Denkt trotzdem dran, nicht zaubern, bis ihr das Klassenzimmer verlassen habt. Ja, weise alter Elf. Das gilt natürlich für Sie genauso, Nanny Plum. Ja, weise alter Elf.